Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch der Hotelrebell Zinterlaken Stefan J.J. Meder. Ein fleischgewordener Traum am Weihnachtsmarkt zu tun. Das Besuch in einem Barbershop in Bern. Und der Bubentraum vom Rennfahrer Nico Müller geht weiter. Der Hotelier Stefan J.J. Meder. Er ist mit 11 schon in der Küche gestanden. Er selber will aber keine Kinder in seinem Hotel. Wir haben bei diesem Hotelrebell zu Interlaken im Carlton Europe vorbeigeschaut. Also einerseits hatte ich eine Großmutter, die war Bäuerin in Wimmis. Die hat mich als kleiner Knopf kochen. Und andererseits Großvater, Küchenchef im Doldenhorn. Und der auch hat mir sehr, sehr früh Freude am Kochen gegeben. Dann hat mein Onkel, der René Meder, das Hotel gekauft und hat das gleiche Mehl am Ach kochen. Und ab 11, 12 Jahren durfte ich dort für Hotelgäste kochen. Vielleicht dann kleine Gerichte. Mit der Zeit habe ich aber dann, so mit 14, 15 bereits für eine Gruppe können ein Nachtessen zubereiten. Und typische Gerichte damals, Gigot, Zürichschnetzle, Curry, Braten, so Sachen. Und das habe ich liebend gerne gemacht. Ich habe Verbundenheit zum Oberland behalten, gewusst, Tourismus hat mir eigentlich gefallen. Die Verwandten haben mir geraten, keine Kochlehre zu machen. Sprich, ich habe dann, nach Prim, Sekundarschule und Fraubrunnen in Bern den Gimmer gemacht und war in Lausanne in der Hotelfachschule und habe mir damit das theoretische Rüstzeug gesucht, für dann später zu entwickeln. Und dann bist du in Interlaken gelandet. Du kennst Interlaken als Tourismusstandort. Könntest du uns aus deiner Sicht beschreiben, vielleicht mit den Stärken und mit den Schwächen? Interlaken hat sich enorm entwickelt. Als kleiner Knopf bin ich mit der Großmutter gekommen. Da ist mir die Mikro anschauen und im Schuh käfeln. Als ich 2001 gekommen bin, ist es natürlich sehr ein internationaler Tourismus geworden. Ich durfte ein Haus übernehmen, das Konkurs gegangen ist. Und ich aber trotz allem muss sagen, bei diesem Standort, Interlaken Ost, kannst du etwas machen. Interlaken ist sehr herausfordernd, weil halt sehr international, sehr saisonal. Die Märkte ändern sich von Monat zu Monat. Und gleichzeitig, es läuft gleich immer irgendetwas. Und das ist das Interessante an dieser Destination. Vom Hotel geht es jetzt an Weihnachtsmarkt zu Thun. Dort kommt man irgendwann am Alphäusi vorbei. Die Stände aus dem Bündnerland die bieten viele feine Sachen an, vor allem aber Fleisch. Wir sind das Alphäusli, wir kommen auf dem Bündnerland, arbeiten mit Fleisch zusammen in der ganzen Graubünden und verkaufen das in der ganzen Schweiz an Weihnachtsmärkte und normalen Märkten. Wie verschlägt das Bündner da ins Berner Oberland? Uns verschlägt es hier an, eigentlich, weil wir in der ganzen Schweiz zusammen sind. Ihr seid in dem Fall auch nicht das erste Mal da oder schon öfter da gewesen? Nein, ich glaube, Weihnachtsmärit tun, da sind wir schon ein Zeitchen dabei. Was macht eure Produkte so speziell vielleicht auch? Unsere Produkte macht speziell, wir haben, es ist alles Schweizer Fleisch und alles wird in der Schweiz hergestellt, alles im Bündnerland. Ja, und das macht es einzigartig, finde ich. Wenn es da Besucher kommen und so, aber ihr seht, da gibt es auch Probiererli. Was ist so das beliebteste Stück Fleisch? Das beliebteste ist sicher unser Filet. Filet Mignon, luftgetrocknet, kalt geräuchert, mega fein. Aber natürlich halt das Wild läuft auch immer sehr gut. Dein persönlicher Favorit? Das ist die Wildsau. Wildsau. Wildsau und Wildsau-Salami. Weiter geht's der Aarenache von Thun auf Bern. Dort gibt es den Bombadour, einen Barbershop, wo es um haarige Angelegenheiten geht. Meine Kollegin Denise Jacquot hat dort vorbeigeschaut. Exactly.
Das Barberhandwerk ist ein über 4000 Jahre altes Handwerk. Das, man hat schon Funde gemacht in Ägypten, wo sie Bart und Haar geschnitten haben. Und im Mittelalter war sie in Europa sehr präsent mit den Badknechten, den Badern. Und die haben nicht nur die Haare geschnitten, die haben Aderlass gemacht, Zähne gezogen. Das waren die Ersten, die wirklich ihre Instrumente desinfiziert haben. Und darum haben die, oder Absessen abgeschnitten, haben die wirklich all die Eingriffe gemacht. Und später hat sich das Trend von den Badern eigentlich in Ärzte und Chirurgen und in Herrencoiffeure. Und darum haben wir immer noch die weißen Mäntel. Das repräsentiert so ein bisschen das Handwerk, wie die Ärzte hier, die Kittel haben. Und das sind so die Ursprünge vom Barber eigentlich. Zufall. Ich habe mich entschieden, nach der Ökonomie zu machen, die Koffer-Schule. Und das war ein Jahr Koffer-Schule. Und es hat mir nicht gefallen, Bereich mit dem Damen. Es hat mir nachher mehr gefallen, Haare zu schneiden für Männer und Bart. Europaweit ist das Handwerk, das nie ausgestorben ist. In England hat man Barbershops, die sind über 300 Jahre alt. In der Schweiz ist es leider etwas vergessen gegangen. Wir kennen noch den Dellenbach-Karri von früher, aber heute gibt es keine Ausbildung mehr als reiner Herrencoiffeur oder Barbier. Und in der Coiffeurschule wird die klassische Nassrasur nicht mehr gelehrt und Männer nur noch so ein bisschen am Rand angeschaut. Und, von dem her ist das hier schon so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Und wir sind so einer von den wenigen, die das noch so wieder leben und aufrechterhalten. Ja, wir hoffen es. Also wir sehen, es ist wirklich ein Handwerk, das sehr, sehr gefragt ist. Wir haben Kunden, die von der ganzen Schweiz kommen, von Zürich, von Genf, von Lausanne. Und also die Nachfrage ist da. Bart ist schon ein wenig spezieller, weil das macht nicht viele Barbers richtig gut. Und für mich ist das, ich sehe das so wie eine Kunstwerk. Vom gemütlichen Barbershop jetzt noch zu einem sehr schnellen Mann, der Nico Müller. Der Bubentraum vom Rennfahrer, der geht weiter. Er ist Pilot in der Formel E. Mein Kollege, der Manuel Moser, berichtet. Wenn jetzt nicht Rennfahrer geworden wärst, hast du irgendwie einen Traumberuf gehabt, früher, den du gerne hättest ausüben. Schwierige Frage, wo ich ehrlich gesagt die finale Antwort selber nie gefunden habe. Ich kann mir so ein paar Optionen vorstellen. Also einerseits wäre ich gerne auf dem Mountainbike so schnell gewesen wie ein Nino Schurter. Von dem her, wer weiss, vielleicht Mountainbiker. Aber auch die Tourismusbranche hat mich sehr interessiert. Und vielleicht hätte ich auch dort noch ein Plätzchen gefunden. Hast du ein Rennfahrer-Vorbild gehabt? Wer wäre das gewesen und wieso? Ja, so in gewissen Phasen, vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich in meiner Karriere befunden habe. Aber anfänglich sicher Marcel Fessler, er war schon irgendwo ein Mentor für mich. Noch ein bisschen grundsätzlicher war sicherlich Fernando Alonso. Das war so die heisse Phase, als ich vor dem Fernseher gesessen bin, als er dann die WM-Titel eingefahren hat. Und dann, als ich näher mit dem Matthias Ekström zusammenarbeiten durfte. Das ist einer, der alles, was vier Rädchen hat, kann schnell bewegen kann. Und das finde ich super eindrücklich. Wie kannst du deine rennfahrerischen Fähigkeiten vielleicht auch im Privaten nutzen? Ja, meine Rennfahrfähigkeiten muss ich eher daheim lassen, wenn ich mich hinter das Lenkrad setze auf der öffentlichen Straße. Aber klar, wenn es mal brenzlig wird auf schneebedeckter Straße oder so, ist es manchmal nicht so schlecht zu wissen, wenn das noch ein bisschen anfrutschen und wenn vielleicht gescheiter nicht. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich auf der Straße sehr gemächlich unterwegs und habe mich da gut im Griff. Und ja, das ist wie ein anderer Modus, wo man da drauf schaut. Wenn du selber mit einem Auto vergleichen müsstest, was wärst du für ein Auto? Das ist lustig, aber die Frage habe ich so noch nie gehört, aber die sollte man eigentlich mehr stellen. Was wäre ich für ein Auto? Es müsste ein bisschen Platz bieten, ich bin gerne draussen unterwegs. Da braucht es manchmal auch ein bisschen das passende Equipment, um dort aktiv zu sein. Von dem her mindestens ein Kombi müsste sein. Ein bisschen Leistung wäre sicherlich gut, einfach für eine Zügig von A nach B zu kommen. Und weil mir jetzt nichts anderes in den Sinn kommt und ich das Privileg hatte, das ein oder andere Jahr so einen zu fahren, müsste ich auch fast einen RS6 nehmen. Und jetzt erwartet noch der obligatorische Blick auf das Wetter. Wie es aussieht über Weihnachten, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche einen schönen Festtag. Macht's gut.
Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Wetterupdate auf der Plattform Jot am Freitagabend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie haben die Arbeitswoche gut abschliessen können. Es geht jetzt rein ins Weihnachtswochenende. Und da gibt es eine Wetterbesserung. Das, nachdem es aktuell noch ziemlich grau, windig und nass zu und her geht. Wir sehen hier die Webcam heute aus Mürren. Es gibt aber schon morgen langsam eine Wetterbesserung. Die Feuchtigkeit wird sich hier ein bisschen wegziehen, verschwindet langsam aus dem Alpenraum. Wir haben es jetzt Ohren hoch, wo die Fühler ausstreckt und eben die Luft langsam ein bisschen abtröchnet. In der Nacht gibt es an Zeiten wie Regen ab 1000 bis 1200 Meter ein bisschen Schnee, speziell im Oberland. Morgen und morgen zuerst noch viele Wolken, letzte Regentropfen oder ab 1000 Meter Schneeflocken. Dann trocknet es aber ab und es gibt auch schon ein paar sonnige Auflockerungen. Temperaturen morgen und morgen so um die 4 bis 6 Grad, am Nachmittag knapp bei 10 Grad. Es ist am Nachmittag trocken und zum Teil auch sonnig. Der kräftige Südwestwind lässt immer mehr nach. Morgen ist er dann nur noch mässig. Am Sonntag ist es zuerst zum Teil sonnig, dann zieht eine schwache Störung durch. Am Nachmittag kann es noch mal ein paar Regentropfen geben, da dann insgesamt auch wieder dichte Wolken bei knapp 10 Grad. Der Weihnachtstag und auch der Stephanstag, beide bringen viel Sonne. Schönes Wintersportwetter in den Bergen, aber Achtung, am besten auf der gesicherten Piste bleiben. Die Lawinengefahr ist erheblich. Temperaturen eher auf der milden Seite für die Jahreszeit mit knapp 10 Grad. Auch der Mittwoch wird noch sehr ein freundlicher Tag sein. Nachher in der zweiten Wochenhälfte wird es aber dann wieder unbeständiger und zeitweise auch nass. Ich wünsche ganz schöne Weihnachten, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.